Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Göppingen feiert das 10-jährige Bestehen der Helfer vor Ort. Bepackt mit einem Erste-Hilfe-Rucksack sind die rund 75 Freiwilligen im ganzen Landkreis verteilt. Sie sollen die Zeit zwischen einem Notruf und dem Eintreffen der Rettungssanitäter überbrücken. Die Idee kam früher mal ein bisschen aus der Feuerwehr, aus dem norddeutschen Raum, die im Verlauf ihrer Geschichte auch gezeigt haben, dass einfach dieses freie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder des Notarztes wertvolle Zeit, Sekunden, auch Minuten überbrückt werden können, bis der Rettungsdienst da ist. Und darauf ist das Helfer-vor-Ort-System einfach aufgebaut worden. Und das sehr erfolgreich. Über die Hälfte der Helfer vor Ort sind zusätzlich zum Erste-Hilfe-Rucksack noch mit einem Defibrillator ausgestattet. Wiederbelebung, Wundversorgung, aber auch erste Untersuchungen gehören zu den Aufgaben der Helfer. Das sind Freiwillige, die sich einfach entweder tagsüber und auch nachts dazu bereit erklären, im Prinzip auszurücken. Sie werden alarmiert über entweder einen Funkmeldeempfänger oder seit einigen Jahren einfach auch über SMS-Alarmierung. Und sie können dann in ihren Orten, beispielsweise in Lauterstein, ein etwas weiter außerhalb des Landkreises liegenden Ortes, die Zeit, bis der Rettungsdienst aus Süßen oder aus Göppingen, je nachdem welches Rettungsmittel frei ist, im Prinzip schneller an den Personen, an den Patienten da sein. Das hat sich in vielen Situationen bereits ausgezahlt. Im Schnitt sind die Helfer vor Ort 5 Minuten früher als der Rettungsdienst am Unglücksort. Der HVO-Beauftragte Christian Wagenfeld zieht daher eine sehr positive Bilanz. Wir konnten im Prinzip mehrere Reanimationen, also Herz-Lungen-Wiederbelebungen, erfolgreich für die Patienten mit einem dauerhaften, erfolgreichen Outcome auch aufbauen. Das sind so etwa 10 bis 20 Patienten, die man über die Jahre hinweg positiv in Bilanz gezogen hat. Man konnte im Jahr 2010 750 Einsätze verzeichnen. 16 Menschenleben konnten in den letzten 10 Jahren gerettet werden. Daher ist es kein Wunder, dass das Helfer-vor-Ort-System immer weiter wächst.